Hey Freunde, Kochen nach Bertelsart. Heute mal bei uns aus der Stuben, weil wenn man in der Stuben sitzt, dann kriegt man bei den Temperaturen und wenn der Frühling so erwacht, schön langsam, kriegt man so richtigen Hunger und Gusto auf von Speck. Ja, das Video heißt Speck-Challenge oder Seiten-Challenge Teil 2. In dem Video seht ihr, wie ich einen zweiten Räucherdurchgang auf meinen Speck anwende. Und ja, der kleine Speck, wie man jetzt da sieht, ist bereits fertig. Und den können wir jetzt schon verkosten. Und die großen Stücke, also sprich die Seite, Schulter und Bauch, die brauchen noch ein bisschen. Und da möchte ich in circa 2 bis 3 Wochen noch einmal einen Räucherdurchgang machen. Ich hätte einfach gern ein intensiveres Raucharoma. Bei dem Speck ganz besonders die Pfefferkruste. Man merkt es auch schön, er hat eine wunderschöne Textur, hat ein schönes Raucharoma. Beim fetteren Teil von dem Speck hat auch das Fett so ein richtig schönes Aroma. Und ja, in dem Sinne kann ich nicht nur sagen, ich mache mal die Geschmacksprobe. Freunde, lassen wir den Landwirt lachen. Der schmackhafte Speck hängt nun wieder in der Selch. Es ist ein wahrer Genuss, bei leichten Nieselregen dem frühlingshaften Zwitschern der Vögel zu lauschen. Wichtig ist beim Platzieren der Stücke, dass sie genug Freiraum haben und einander nicht berühren. Nur so kann der mit Aromen angereicherte Rauch tief in den Speck eindringen und sich gleichmäßig verbreiten. In Sachen Brenngut sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Harthölzer wie Nuss, Apfel, Kirsche oder nach alter Tradition weiches Holz der Fichte können bedenkenlos verwendet werden. Das Harz der Waldfichte verleiht dem Speck das besondere, traditionelle Tiroler Aroma. Hartholz kann mit Weichholz im Verhältnis 2:1 vermischt werden. Klassisch entfache ich das Feuer bei diesem Rauchdurchgang mit Kohlen- und Fichtenspreißeln, da ich eine Temperatur von bis zu 24 Grad in der Kammer erreichen muss und draußen noch Temperaturen um den Gefrierpunkt herrschen. Ist das Holz am Glimmen, muss ich noch 1 bis 2 Scheit nachlegen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Sobald sich der Rauch gleichmäßig entfaltet, schließe ich die Selchkammer, um mir den Kamineffekt zunutze zu machen. Nun zieht der Rauch einige Stunden ins Fleisch ein und der Speck kann seine Original-Tiroler Rauchnote entwickeln. Und mit diesen Eindrücken von der Feuschingalm verabschiede ich mich in eine kleine Filmpause. Die Arbeit ruft. Bis bald. Servus.